Was wäre, wenn uns der Winter genauso überraschen würde, wie die vierte Corona-Welle die Politik? Oh, ist das kalt! Und glatt! So, Frau Schmidtke. Dann fahre ich Ihren Wagen gleich mal zum Check-up auf die Hebebühne. Ja, aber machen Sie ein bisschen hinne. Warum ist denn das auf einmal so kalt? Das ist ja eine richtige Kältewelle. Naja, es ist halt Winter. Da ist es halt kalt. Aber warum ist denn dieser Winter schon wieder da? Den hatten wir doch erst letztes Jahr. Dann müssen Sie sich schon ein bisschen auf die Kälte im Winter einstellen. Ziehen Sie sich halt wärmer an. Okay. Verrückt. Ist immer noch kalt. So, Frau Schmidtke, Öl, Bremsen und Auspuff sind noch in Ordnung. Winterreifen ziehen wir sofort auf. Wozu? Weil Winter ist. Und Sie sind mit dem Wechsel eh schon viel zu spät dran. Und was ist, wenn der Winter übermorgen oder so wieder vorbei ist? Hä? Nun werden Sie mal nicht kiebig, junger Mann. Meine Devise lautet immer, nichts überstürzen. Ja, okay. Ist ja Ihr Auto. Dann habe ich noch festgestellt, dass Ihre Autoheizung kaputt ist. Ach, deshalb ist es da drin immer so kalt. Gott, da kann ich mir den Tod holen. Lassen Sie das Auto da, ich kann das gleich heute noch reparieren. Moment. Das kann ich nicht alleine entscheiden. Da muss ich erst mal Tante Gertrud fragen. Wir haben eine Fahrgemeinschaft zum Gruppenhäkeln. Aber die hat sich noch nie beschwert. Und dann muss ja auch noch der komplette Kaninchenzüchterverein zustimmen. Für die fahre ich immer die dicken Rammler zu den Wettbewerben. Aber wie soll ich die jetzt alle an einen Tisch kriegen? Und dann wäre da ja auch noch Großcousin Peter. Der hat auch immer eine Meinung zu Autos. Aber der ist jetzt erst mal 3 Wochen in Urlaub. Aber die Heizung ist doch jetzt kaputt. Also, das lasse ich mir noch mal durch den Kopf gehen. Ich melde mich. So, Frau Schmidtke, dann bis zum nächsten Winter. Ja, ja, genau. Bis zum nächsten Winter. Wenn denn überhaupt noch einer kommen sollte. Oh, scheiße, ist das kalt. Ich glaube, mir frieren gerade die Zehen ab. Oh. Hä? Jugendsprache? Ja, Jugendsprache, kann ich, natürlich. Hey, ihr Swiffer, was cruncht? Schon unseren Kanal abonniert? Und lookt auf jeden Fall in die ARD-Mediathek. Da gibt's jetzt das Browser-Ballett als Sitcom-Satire in Serie. Mit Luise von Fink und Schlecki Silberstein. Und bangt die Glocke, ihr Floppies. Ne?